Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video. Wir wollen heute Entenbrust machen und zwar wollen wir die Sous Vide machen. Ich habe hier eine schöne Entenbrust, die werde ich jetzt so quer einschneiden, damit wir so ein Currymuster da drauf bekommen. Wir wollen aber nicht ins Fleisch schneiden, sondern nur hier oben drauf das Fett einschneiden, die Haut. So, die eine Richtung habe ich schon geschnitten, jetzt schneide ich nur noch einmal kurz hier quer ein. So, von dieser Seite wird nur gesalzen, weil das sieht hinterher nicht gut aus, wenn man es hinterher noch brät. Und von dieser Seite Salz und Pfeffer. So, dann wird das Ganze eingeschweißt. Ein bisschen Öl tun wir noch mit in unseren Vakuumbeutel hinein. Massieren wir das Ganze mal so ein bisschen hier ein. So, und dann werden wir das Ganze einschweißen. Das ist wieder mein Kitchen Boss Schweißgerät, mit dem ich das jetzt mache. So, ich habe mein Fleisch, wie man hier sehen kann, kann man das sehen, Schatz? Ja. Habe ich eingeschweißt. Mein Kitchen Boss Sous Vide Stab ist schon im Anschlag. Der steht auf 55 Grad, 4 Stunden. Der hat sogar schon angefangen zu zählen rückwärts. Bei 4 Stunden ist das nicht ganz so schlimm. Ich tue jetzt mein Fleisch hier hinein. Das wird in 3 Stunden 40 wird der fertig sein. Ich mache das so lange, weil es zum einen ja auch ein bisschen um Hygiene geht. Und da sind mir die 2 Stunden, die alle anderen immer angeben, viel zu kurz. Und zum anderen, wenn ich das auf 55 Grad laufen lasse, ist die Temperatur immer noch unter der Kerntemperatur, die ich haben will, wenn ich es kurz anbrate. Und das wird butterweich. Zu meinem Sous Vide Stick Kitchen Boss G20 habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Das ist, glaube ich, 3 Videos zurück. Das könnt ihr euch ja gerne mal angucken. Dort könnt ihr den Stick sehen, wie ich ihn auch genauestens erkläre. Es gibt immer noch eine Aktion, wo ihr, glaube ich, 15% auf den Stick bekommt. Den Code werde ich euch unten einblenden, jetzt hier. Dann könnt ihr den auch günstiger kaufen bei denen. Ich mache auch unten den Link wieder hinein und ich mache auch einen Link von Amazon unten rein, sodass ihr diesen Stick findet. Ich finde den Bombe, der ist einfach klasse und funktioniert auch sehr, sehr gut. Ist wasserdicht, aber das erzähle ich alles in einem anderen Video. Schaut euch das Video an. Ich mache euch hier mal hier oben einen Link hin. Und so, ich habe mir gekauft diese weißen Kügelchen. Die will ich hier oben auf das Wasser tun. Die sind auch extra dafür da. Die isolieren halt die Wasserschicht oben. Dann verdunstet nicht so viel Wasser und es geht nicht so viel Wärme verloren. Ich habe auch einen Styroporkasten mir gekauft für meinen GN 1,5, 25 hoch Gefäß. Der Styroporkasten kommt beim nächsten Mal zum Einsatz. Den werde ich euch dann zeigen. Juhu, jetzt kommen die Kügelchen. Die schwimmen, ne? Die schwimmen, die sind hohl, Kunststoff, die decken halt jetzt komplett die Oberfläche ab und verhindern, dass mir hier viel Wärme verloren geht. Passt ja wunderbar. Bin begeistert. Sehr schön. Wir gehen jetzt noch mal so für gut 3 Stunden raus, weil draußen scheint die Sonne, Bombenwetter für uns. Wir wollen natürlich auch raus. Danach geht das Video weiter, dann bis gleich. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Hier kann man sehen, 35 Minuten noch. Unser Sous Vide Stick ist momentan bei 54,9 Grad und jetzt 55,1. Wir sind wieder da. Wir waren jetzt ein bisschen spazieren an der Alster, hier ein paar Bilder davon. Gleichzeitig kann ich euch aber erzählen, das Bundesamt für Risikobewertung sagt, dass man Geflügelfleisch im Kern mindestens einmal auf 70 Grad erhitzen muss. Sonst dürfen Kleinkinder, Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächter Immunsystem das nicht verzehren. Ich glaube aber,
dass wir mit unseren 55 Grad sind ganz gut dabei, über 4 Stunden. Und wenn das fertig ist, unsere Ente, dann wird die ja von außen auch noch einmal schön erhitzt und kross gebraten. Da töten wir die äußeren Keime auch alle ab. Ich glaube, damit sind wir safe unterwegs. Jetzt ist es an der Zeit für mich, schon mal mit der Soße anzufangen, weil die muss ja auch noch ein bisschen runter reduzieren. Ich habe mir jetzt eine Orange genommen, habe die schon mal geschält und ich gebrauche davon halt jetzt die Filets. Die schneide ich mir jetzt hier raus, so Stück für Stück, und dann geht es gleich weiter. Also eine Orange, da habe ich mir jetzt die Filets rausgenommen, die habe ich jetzt hier schon liegen. Eine zweite Orange nehme ich jetzt, da sollen eigentlich hier mit einer Zestenreibe Orangenzesten runtergerieben werden. Das kann ich bei meinen Orangen nicht, weil ich habe keine Bio-Orangen. Deshalb werde ich jetzt noch 2 ausdrücken. Ich habe mir aber geriebene Orangenschale organisiert, also gekauft, und werde ein Fertigprodukt benutzen. Eigentlich tue ich das nicht, aber ich habe, wie gesagt, ich habe keine Bio-Orange bekommen. So kann ich halt jetzt mal eben schnell die Orangen so benutzen, wie ich sie halt habe. In meinem kleinen Topf befinden sich jetzt 2 Esslöffel Bio-Rohrzucker. Den karamellisieren wir jetzt mal eben schnell. Und dann geht das hier weiter mit ein bisschen Butter da drin. Mein Karamell ist entstanden. Ich tue da jetzt einfach mal ein bisschen Butter dazu. Jetzt gießen wir das ein bisschen mit Brühe an. Und da das ja keine Brühesoße werden soll, sondern eine Orangensoße, tun wir da jetzt schön den Orangensaft von 2 Orangen hinein. Das Ganze kochen wir jetzt auf. Dann kommt da noch eine Kanelstange hinein und ein bisschen Sternanis. Ah ja, stimmt. Ein bisschen Sternanis und Salz und Pfeffer. Ordentlich ein bisschen frischen, geriebenen Pfeffer da hinein. Und Salz. 5, 4, 3, 2, 1, fertig. Unsere Entenbrust ist fertig, kommt gleich aus dem Sous-Vide hinaus. Super. So, finaler Stress fängt an. Sous-Vide ist fertig. Soße köchelt hier vor sich hin, ist eigentlich fertig. Da tue ich jetzt schnell meine Orangenscheiben rein. Dann soll das nochmal zu Ende ziehen hier. Und jetzt hole ich mein Sous-Vide-Fleisch raus. So, Sous-Vide ist fertig. Ich ziehe das mal hier vor. Hier kann man es schon wunderbar sehen. Schön durchgezogen. Das kommt jetzt in die Pfanne. Ich habe jetzt meine Pfanne hier schon mal auf den Herd gestellt. Da tue ich jetzt einen Hauch Fett hinein. Öl. Mein Reisöl, was ich immer gerne benutze, weil es besonders heiß wird. So, jetzt packe ich hier mein Sous-Vide gegartes Fleisch aus. Boah, das ist auch noch richtig heiß. Die Pfanne muss jetzt richtig heiß sein und dann kommt es da gleich hinein. Pfanne ist heiß, richtig heiß. Man sieht, wie es hier spritzt. Da tue ich jetzt mein Fleisch hinein. Von beiden Seiten jeweils 2 Minuten. Ich drehe das jetzt mal um. Das sieht doch schon richtig genial aus. So, fertig ist es. Sieht doch klasse aus. Ein kleiner Kunstgriff von mir. Ich tue meine Soße jetzt hier in diese Pfanne hinein. Die Hitze von der Pfanne ist längst raus. Ich möchte nur gerne diesen Bratensaft, der hier entstanden ist, gerne mitnehmen. Und dann bleibt meine Soße da auch schön heiß drin. Dann schneide ich jetzt hier so runter. So, dann wollen wir mal unsere Ente anschneiden. Das sieht richtig cool aus. Richtig rosé, ne? Ja, und saftig ohne Ende. Wahnsinn. Genial, oder? Cool. So, nochmal ein.
Nummer 1. Da kommt gleich noch schön Soße drüber. Das ist widerspenstig heute. So, und noch einen. Jetzt habe ich ja eben schon probiert, ne? Also ich habe noch keine so saftige Ente gehabt wie diese hier. Also sind ja alle immer so beim Chinesen so, oh, ich will unbedingt Ente. Aber ich bin da gar nicht so der Freak, ich will das gar nicht so unbedingt. Aber die Ente sieht doch mal richtig gut aus. Lecker. Sieht richtig toll aus, ne? Ja. Wahnsinn. Orangensoße. Ich tue die Soße nicht übers Fleisch, so dass man wirklich sehen kann, wie genial schön mit Orangenstücken drin. Sauber. Guckt mal nach hier unten. Guckt euch an, was hier an Soße nur beim Zuschneiden rausgekommen ist. Wahnsinn, oder? So viel Saft und so super gut ist das. Und es sieht so geil aus. Ich kann jetzt nicht reden, jetzt habe ich den Mund voll. Wir haben gemacht einen wunderschönen Rotkohl, eine Orangensoße mit Orangenfilets drin, eine Ente sous vide und Kartoffel. Wir haben unsere Ente bei 55 Grad 4 Stunden sous vide gegart. Es zerfällt förmlich im Mund, ist überhaupt nicht zäh, saftig ohne Ende. Wir haben eine schöne Orangensoße gemacht. Einen Rotkohl haben wir gemacht, den gibt's aber, könnt ihr aber auch in anderen Videos von uns sehen, wo wir den schon mal gemacht haben. Und Kartoffeln kochen. Und das kann auch jeder. Von daher ein super geniales, schnell gemachtes, bis auf die sous vide Zeit gemachtes Essen. Muss man halt sich selbst ein bisschen im Tag abtimen, wie man das machen will. Was weiß ich, morgens mal eben schnell alles in sous vide schmeißen. Dann hat man irgendwie 4 Stunden Zeit. Wenn es 4,5 sind, ist auch nicht so schlimm. Und dann kommt man halt wieder und bereitet den Rest zu. Im Grunde easy going. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Nochmal zur Erinnerung, ich mache jetzt hier unten wieder den Link hin für den Sous Vide Stick. Hier oben mache ich euch nochmal den Link hin zu dem Video, wo ich ihn beschreibe. Das Vakuumgerät, was wir verwendet haben, ist auch von Kitchen Boss. Von daher super Sache. Die Kügelchen mache ich euch mal unten den Link hin, dann könnt ihr euch die angucken. Weil so ein bisschen Energiesparen dabei ist natürlich auch gut. Ich mache demnächst aber nochmal richtig ein Video, wo ich nochmal mein komplettes Sous Vide Equipment vorstelle. Ja, das war eigentlich genügend an Gelaber mal wieder. Einkaufsliste und Rezept stehen unten drin, wie immer. Und ich will jetzt mein schönes Essen essen. Wir sagen Tschüss. Ja, und Frank, vergesst nicht uns zu abonnieren, einen Daumen zu geben, die Glocke zu betätigen und einen Kommentar zu schreiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, euer Frank. Ciao.